Also mein Name ist Dietmar Rentsch. Ich bin Product Manager in der Firma Cherry GmbH. Cherry ist einer der weltweit führenden Hersteller für Computereingabegeräte. Seit über 60 Jahren entwickeln und produzieren wir verschiedene Computereingabegeräte, beginnend von Tastenschaltern über Tastaturen und dann mit der Entwicklung der Computerbranche immer folgend entsprechende Peripheriegeräte, Tastaturen, Mäuse, Kartenleser und so weiter. Und ich persönlich komme aus dem Bereich der Business Unit Security, wo in den Eingabegeräten besondere Sicherheitsfunktionalitäten, Sicherheitsfeatures eingebaut sind. Cherry als Eingabegerätehersteller und IGE als SIM-Client-Hersteller müssen ja zwangsläufig sich irgendwo begegnen, weil ja die SIM-Clients natürlich auch nach wie vor Eingabegeräte brauchen. Also wir kennen IGE und sind in Beziehung mit IGE schon seit vielen Jahren, seit Ende der 90er, mit unseren Gesundheitskartentastaturen und natürlich auch treffen sich unsere Eingabegeräte automatisch im Channel, im Markt, irgendwo, wo die endgültigen Lösungen zusammengestellt werden. Und das passiert teilweise, ohne dass wir direkt Eingriff und Einfluss darauf haben. Aber wir stehen schon sehr lange mit den Kollegen von IGE in Kontakt, einfach um die SIM-Clients zu enablen, zu befähigen, mit unseren Security-Devices gut zusammen zu funktionieren. Wir haben seit vielen Jahren sichere, zertifizierte Chipkartenlesertastaturen für den Gesundheitsbereich im Programm. Und die Firma Cherry hat in ihren Geräten die Besonderheit, dass wir sichere Kartenleser, die über die LAN-Schnittstelle eigentlich kommunizieren sollten, dass wir das über die USB-Schnittstelle tun. Und um das zu realisieren, muss in den Systemen, also in den SIM-Clients, entsprechende Softwareunterstützung vorliegen. Und da hat IGE sehr frühzeitig die entsprechende Software, das ist ein USB-LAN-Proxy, ein Übersetzer quasi oder Übertrager, in ihre Systeme mit integriert, sodass speziell durch die Position von IGE im Gesundheitswesen dann die Funktionalität mit unserer Tastatur gut gegeben ist. Und IGE war der erste SIM-Client-Hersteller, der auf unsere Idee einer sicheren, authentisierbaren, verschlüsselt sendenden Tastatur reagiert hat. Auch hier ist es notwendig, um die volle Sicherheit dieser Idee umzusetzen, dass SIM-Client und Tastatur zusammenarbeiten müssen, also sprich, dass gewisse Softwarekomponenten, die die Sicherheitsfunktionen der Peripherie unterstützen, auf dem SIM-Client installiert sein müssen. Und da gab es sofort positive Resonanz bei IGE, früher und deutlicher als bei Wettbewerbern von IGE. Und das befördert natürlich die Zusammenarbeit, die wir so weiter fortsetzen werden und fortsetzen möchten.